Okay, Valerie, es ist dein erster Tag auf der TU-Architektur. Was erwartest du dir vom Studium? Ich erwarte mir recht viel zu lernen über Gebäude und wie man Sachen aufbaut. Ich habe noch nicht unbedingt konkrete Vorstellungen. Ich hoffe, es wird mir gefallen. Ich habe aber Gott sei Dank noch einen zweiten Studiengang. Ich studiere Biomedizintechnik. Und ich werde aber schauen, wie sich das verbinden lässt, also dass es sich ausgeht mit Stundenplan und so. Ja, ich hoffe, das klappt und ich schaue einfach, was mir besser gefällt und dafür entscheide ich mich dann. Und warum studierst du überhaupt Architektur? Architektur, weil ich noch was neben Biomedizintechnik machen wollte und weil es mir einfach gefällt, weil ich so Entwerfen eigentlich recht gern mache und eigentlich auch relativ kreativ bin und ich hoffe, das lässt sich mit Architektur vereinigen. Und hast du schon irgendwelche Horrorgeschichten gehört über das Studium da auf der TU? Ja, also von den Professoren, es gibt immer welche Arschlöcher und es gibt immer wieder Prüfungen, die einen raushauen. Aber sonst TU-mäßig habe ich noch nicht so Schlechtes gehört, außer, ja, so wie die Uni ist halt ein bisschen unorganisiert. Also Birgit, der erste Tag auf der TU Wien, was erwartest du dir vom Studium? Einfach, dass ich viele interessante Sachen lerne und ja, ich denke mir einfach, es ist ein interessantes Studium, weil man auch viel allgemeines Wissen vermittelt bekommt und ja. Was hast du gehört, wie so die Fächer aussehen, dass es so schwere Mathematik gibt oder was sind so die Horrorgeschichten oder vor was hast du am meisten Angst? Ich habe gehört, dass viele Lehrer also ein Freund hat mir erzählt, dass wenn man Projekte macht und dann heißt auf einmal, das Projekt ist scheiße, neu anfangen. Also davor habe ich ein bisschen Angst, wenn man sich urlang hinsetzt und das lange macht und dann muss man nochmal neu beginnen, aber ja. Glaubst du, stimmt das oder kannst du dir das nicht vorstellen, dass es wirklich so ist? Kannst du mir schon vorstellen. Und warum bist du überhaupt zur Architektur gekommen? Naja, mein Onkel ist Architekt und wir mussten irgendwann so berufspraktische Tage machen und war ich bei ihm. Und es hat mir richtig gut gefallen. Ich habe auch letzte Woche bei ihm nochmal gearbeitet und ja, weil mir die Arbeit einfach gut gefällt dort. Was würdest du studieren, wenn du nicht Architektur machen würdest? Weiß ich nicht. Also Jakob, das ist dein erster Tag da auf der TU Architektur. Was erwartest du dir vom Studium? Was hast du gehört? Wie wird es abrennen, glaubst du? Ja, ich bin schon voll gespannt. Ich bin jetzt da das erste Mal in Wien. Und ja, ich freue mich total aufs Zeichnen. Ich bin schon ein bisschen informiert worden, weil ein Freund von mir und mein Wohnungskollege studiert jetzt schon seit einem Jahr da und der hat mir natürlich weiterhelfen können am Anfang und schon einiges sagen können, was passieren wird jetzt. Was gibt es für Horrorgeschichten? Hast du irgendwas gehört so über schlimme Zustände? Urschlimme Zustände nicht, aber zum Beispiel, dass zum Schluss vom Semester einfach arge Abgaben einfach viel zum Teuer ist noch, das erwarte ich auf jeden Fall. Und rechnest du damit, dass du da durchkommst? Also willst du das hundertprozentig weitermachen oder überlegst du auch, irgendwas anderes zu studieren, falls das nicht funktionieren sollte? Nein, ich will es auf jeden Fall machen, aber ich mache mir jetzt selber nicht unbedingt den Druck. Also wenn es nicht geht und wenn es mir nicht taugt, kann ich auch umsteigen. Also, und was wäre das für ein Fach? Mein Plan B war eher, glaube ich, irgendwas mit Lehrer. Aber das ist, weil ich das Gymnasium gemacht habe und da war das Standard, sage ich mal so. So, ist dein erster Tag da auf der Uni. Warum willst du überhaupt Architektur studieren? Also, ich habe mir die ganzen Studienfächer angeschaut und Architektur hat mich einfach am meisten begeistert. Also, ja. Ist es schon länger, dass du Architektur machen willst oder war es so eine spontane Idee? Nein, ich habe mir das eigentlich schon vor einem Jahr überlegt und ja, jetzt beginne ich endlich. Hast du so Horrorgeschichten gehört, wie es auf der Uni zugeht oder dass es ganz schlimm sein soll? Ich habe nur von einer Freundin gehört, die auch Architektur studiert, dass sie eben am Anfang versuchen, den Leuten wirklich klar zu machen, auf was sie sich einlassen und dass zum Beispiel auch im Architekturstudium wenig zu verdienen ist im Nachhinein und dass es eben schwer wird, aber ja. Weißt du schon ungefähr, welche Fächer auf dich zukommen und auf welches Fach freust du dich am meisten? So halbwegs habe ich mir einen Eindruck darüber gemacht. Aber auf was ich mich jetzt am meisten freue, wüsste ich gar nicht. Also. Und würdest du auch, oder hättest du eine Idee, was du sonst studieren könntest, wenn es nicht Architektur wäre? Dann wäre es höchstwahrscheinlich auf der Schmelzsport. Ja.
So Alex, dein allererster Tag da auf der TU Architektur. Warum willst du überhaupt Architektur studieren? Ja, es ist eigentlich schon relativ früh der Wunsch entstanden. Ich habe schon ganz früh ein Schulpraktikum beim Architekten gemacht. Und da hat es eigentlich angefangen, habe ich zuerst überlegt, dass es eigentlich nicht so gut ist, weil man da wahrscheinlich nicht so gut verdient und sowas. Aber dann habe ich ein Semester VWL studiert und habe auch gesehen, dass das überhaupt nichts für mich ist. Und deswegen bin ich halt zu meinem Wunsch sozusagen zurückgekommen. Was glaubst du, erwartet dich hier im Architekturstudium? Keine Ahnung. Ich hoffe, ich werde viel lernen. Und wenn ich das dann durchziehe, dass ich dann am Ende ein guter Architekt bin. Hast du so Horrorgeschichten gehört, wie es hier zugehen soll oder von großen Problemen? Nur, dass die Regelstudienzahl 18 Semester oder sowas beträgt, das ist natürlich schon ein bisschen abschreckend, aber vielleicht geht es ja auch schneller. Ne? Was wäre dein Plan B, wenn du nicht Architektur machen würdest? Ich würde nochmal versuchen, Medizin zu studieren. Ja, also was ganz anderes. Also Johanna, warum willst du überhaupt Architektur studieren? Weil ich das schon die ganze Zeit machen wollte. Und ich habe es mir auch schon, bevor ich angefangen habe, Jus zu studieren, überlegt. Und jetzt will ich es halt einfach machen, damit ich es mir nicht irgendwann dann stinkt, weil ich es nicht gemacht habe. Hast du irgendwelche Horrorgeschichten gehört, wie es auf der TU zugehen soll? Nein, eigentlich nicht. Also keine Horrorgeschichten. Ich freue mich eigentlich, weil die Leute hier viel chilliger sind als im Juridikum. Und ja, also keine Horrorgeschichten. Was erwartest du dir vom Architekturstudium? Was glaubst du, was wirst du als für verschiedene Fächer machen? Naja, ich erwarte mir, dass es Spaß macht und dass mir die Vorlesungen und Übungen gefallen. Ja, dass ich mich halt kreativ betätigen kann und ja, alles, was halt dazugehört. Was würdest du sonst studieren, wenn Architektur nicht mehr gefallen sollte? Naja, ich studiere Jus nebenbei und sonst eigentlich gar nichts. Also wenn nur Architektur.